In den beiden Blöcken, die jetzt kommen, werden wir uns zwei Probleme anschauen, die wir haben mit den Mittelschaltungen. Das erste Problem ist, man trifft den Arbeitspunkt so schwer. Und das zweite ist, wie mache ich eine Schaltung mit einer gezielten Verstärkung und nicht nur einer möglichst groß und abhängig davon, wie viel Spannung an dem Arbeitswiderstand abfällt, was ein bisschen eine seltsame Art ist, quasi die Verstärkung einzustellen. Gut, und das erste Ding, was wir uns da anschauen, ist diese Spannungsteiler-Arbeitspunktstabilisierung. Und das ist die denkbarste, einfachste Schaltung, die man sich da vorstellen kann. Wir haben unser Eingangssignal und das hängen wir jetzt nicht direkt an die Basis, weil ja der Arbeitspunkt so schwer zu treffen ist, sondern wir machen einen Spannungsteiler zwischen Versorgungsspannung und Ground. Und mit dem stellen wir hier einen sinnvollen Arbeitspunkt ein. Und wenn wir dann quasi keinen Eingang hätten, dann sollte der so sein, dass am Ausgang irgendwie vielleicht die halbe Versorgungsspannung anlegt oder was auch immer. Und die einfachste Möglichkeit, das zu machen, ist natürlich irgendeinen Potty zu nehmen und dann an dem so lange zu drehen, bis man diesen Punkt gefunden hat. Und da vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Potty zu nehmen, dann kann man irgendwie von 0 Volt bis 10 Volt oder so jeden beliebigen Wert einstellen, weil da weiß man von Haus aus schon, der Bereich, wo wir hinkommen wollen, der ist irgendwie nicht drinnen. Aber wenn ich da jetzt einen, weiß ich nicht, 1 Kilo Ohm Potty zum Beispiel habe, dann kann ich den ja in Serie geben mit einem 10 Kilo Ohm Widerstand und dann habe ich hier, oder was würde sich anbieten als Wert, einen 7,4 Kilo Ohm Widerstand, dann hätte ich da irgendwie einen immer noch schöneren Bereich, der aber schon mal grob dort ist, wo wir hinwollen, nämlich irgendwo zwischen einem halben Volt und einem Volt. Nicht? Das ist so das Fenster, in dem wir die Arbeitspunktspannung erwarten. Und dann könnte man den Potty drehen, bis wir sehen, jetzt ist der Ausgang wirklich in der Mitte, der Transistor ist nicht voll durchgeschalten und er sperrt aber auch nicht voll. Ist die Tür offen? Ah, dann ist es nur gefühlt ein bisschen lauter. Jetzt wollen wir da aber unser Signal reinkriegen und das machen wir über diesen Koppelkondensator her. Gerade wenn ihr Audioschaltungen anschaut, werdet ihr ganz oft solche Koppelkondensatoren finden. Da ist einfach nur die Idee, den Wechselanteil von meinem Signal von irgendeiner Schaltung, die da liegt, in die nächste Schaltung zu bekommen oder den Gleichanteil mitzutragen. Den Gleichanteil, den wollen wir hier vorgeben über diesen Spannungsteiler und nur den Wechselanteil, den wollen wir wirklich von dem Signal übernehmen. Damit ist auch ziemlich wurscht, wie groß dieser Kondensator ist. Also im Grunde muss der einfach nur groß genug sein, dass alles, was in unserem Signal drin ist, wirklich durchgehen kann. Und je nachdem, wo mein Signal anfängt, wenn ich irgendwie sage, okay, ist ein Audiosignal, dann interessiert mich eigentlich nichts unter 20 Hertz, weil das hört kein Mensch. Wenn das irgendein, weiß ich nicht, Funksignal ist, dann interessiert mich vielleicht nichts unter 1 Megahertz, weil das empfängt kein Mensch. Oder zumindest mehreren Kilohertz, wenn man da jetzt irgendwie die Langwellensachen noch mit reinrechnet als Funk. Das heißt, ich wähle mir diesen Kondensator entsprechend aus, aber je größer, desto besser. Es soll halt mein Wechselsignal durchkommen und mein Gleichanteil ist hier vorgegeben. Das heißt, wenn ich die Schaltung in Betrieb nehme, dann wird sich einmal dieser Kondensator aufladen, sodass er den Gleichanteil hier und die Gleichspannung hier überbrückt. Und wenn ich hier ein Signal reinschicke, das schwankt so um 5 Volt zum Beispiel, und dann habe ich hier meinen Arbeitspunkt bei, sagen wir, 0,75 Volt, dann habe ich eben hier diesen Kondensator, den ich auf diese verbleibenden 4,25 Volt lade, und danach überträgt er quasi diese Wechselsignale von der einen, sage ich mal, Domäne in die andere. Auf der einen Seite schwankt es halt um 5 Volt und auf der anderen Seite um den Arbeitspunkt von dieser Schaltung. Gut, das ist es eigentlich schon. Das ist unsere Arbeitspunktstabilisierung. Ich habe eine Frage. Besteht die Gefahr, dass vielleicht die Spannung an der Basis irgendwie negativ? Also nicht negativ? Ja, negativ könnte sie auch werden. Oder unterhalb? Ja. Frage. Ja. Die Frage ist, kann dann nicht die Spannung an der Basis negativ werden oder drunter fallen?
Ich glaube, es ist lauter und ich glaube, das glauben, wir haben einfach aufgehört, weil wir vorher unsere Pause gemacht haben. So. Wir haben noch eine Stunde. Wir haben gesagt, wir machen bis 11 und damit waren Sie einverstanden. Und? Also ich habe jetzt keinen. Okay. Schauen wir einfach, was noch passiert. Okay. Gut, also die Frage war, kann dann nicht diese Basis-Emitterspannung auch negativ werden? Wenn ich zum Beispiel hier ein Signal einspeise, das eine Amplitude von 2 Volt hat und das soll dann schwanken hier um 0,7 Volt, naja, dann wird das manchmal eine sehr hohe Basis-Emitterspannung machen, nämlich eine, die gar nicht funktioniert. Wir haben es hier mit einer Diode zu tun, da kann ich ja die Spannung nicht so groß variieren in einem so großen Rahmen. Und mal eine, die negativ wird. Weil wenn ich dann sage, ich gehe 2 Volt unter 0,7, ja, dann habe ich minus 1,3 Volt. In beiden Fällen wird aber das Gleiche passieren. Ich werde einfach klippen. Also der wird nichts Sinnvolles mehr tun, wenn ich die Basis mehr als nur abschnüre und quasi noch stärker und noch stärker versuche, aus dieser Basis Strom zu entnehmen. Es geht nicht. Also die Basis von so einem NPN-Widerstand, da kann ich Strom reinschicken, ich kann keinen Strom rausnehmen. Bis zu gewissen Spannungen und dann sagt er, oh, ich mag nicht und dann ist er hin. Aber dafür braucht man da jetzt nicht allzu viel Angst zu haben, weil wir über so einen Koppelkondensator in der Regel, wenn das jetzt nicht so ein großer Elko ist, auch gar nicht so viel Energie transportieren können. Also ich kann nur positiven Strom hineinschicken. Genau, also ich werde. Also wenn ich ein Diagramm zeichne, ich könnte ein Diagramm zeichnen. So. Ja, passt, super. So, also ein Diagramm. So. Ah, das ist besser. So. Gut. Und wir haben auf der Achse hier haben wir jetzt unseren Strom, der in die Basis hineinfließt. Ja, das war jetzt nicht gescheit. Und auf der Achse hier haben wir unser U. Basis-Emitter. Dann ist das ja was für eine Kennlinie? Eine Diodenkennlinie. Und linear schaut die ja so aus, dass wir irgendwo eine Flussspannung haben und wir sehen halt unterhalb dieser Flussspannung im Wesentlichen 0 und bei der Flussspannung geht es dann halt sehr, sehr abrupt drauf. Und im Grunde ist das der Bereich hier, von hier, sagen wir, bis da. Da liegt unser Arbeitspunkt dran. Das sind diese 30 Millivolt, von denen wir vorher geredet haben. Und wenn ich jetzt versuche, größer reinzugehen, dann wird dieser Strom explodieren wollen. Das heißt, in der Praxis, eine größere Spannung als die kann ich einfach nicht anlegen. Weil dann fließt einfach der Strom, den ich versuche, da reinzuschicken durch den Kondensator, fließt durch die Basis-Emitterstrecke ab und nicht durch einen dieser Widerstände. Und die Spannung hier, die variiert ja, weil dieser Strom hier durch diese Widerstände fließen möchte und damit einen Spannungsabfall an diesen Widerständen verursacht und damit diese Spannung hier variiert. Das heißt, eine größere Spannung werde ich nicht anlegen können, weil dann diese Diode hier drinnen so wie ein Überlaufventil sozusagen arbeitet. Und eine kleinere Spannung, da tut sich einfach nichts, da ist der Strom immer null. Und da ist eigentlich selbst auf der linken Seite von dem Diagramm wurscht. Also es fließt hier nirgends ein Strom, aber es fließt nicht ab hier nicht mehr kein Strom, sondern es fließt eigentlich unterhalb von diesem Punkt dann kein Strom mehr und
ich werde am Ausgang der Schaltung quasi keine Änderung feststellen, ab dem Zeitpunkt, wo die Eingangsspannung negativ wird. Da gibt es davor schon einen Punkt, wo es einfach aufhört, eine Veränderung am Ausgang zu geben. Da werde ich am Ausgang die ganze Zeit schon auf der Versorgungsspannung sein, weil ja kein Strom durch die Kollektor-Emitter-Strecke fließt, damit kein Strom durch diesen Widerstand hier und damit dieser Spannungsabfall an diesem Widerstand außen nicht sichtbar ist, weil ohne Strom gibt es diesen Spannungsabfall nicht. Danke für die Frage. Gut, also das ist die Idee. Wir machen diesen Spannungsteiler und hoffen, dass wir mit dem Spannungsteiler leichter diesen Punkt treffen. Und dann koppeln wir nur den Wechselanteil von einem Signal über einen Kondensator ein. Und trennen quasi diese beiden Dinge. Wir sagen, den Wechselanteil von einem Eingangssignal, den nehmen wir, aber den Gleichanteil, den machen wir selber neu mit diesem Spannungsteiler, damit wir in dieses kleine Fenster hier hineintreffen. So, wie kann ich mir so einen Spannungsteiler berechnen? Im Grunde ist die Vorgehensweise relativ einfach. Wir überlegen uns, welche Basisemitter-Spannung wir haben wollen. Wir schauen im Datenblatt nach vom Transistor, was ist da ein sinnvoller Wert und auch welcher Basisstrom ist das. Und dann können wir die Basisemitterstrecke von dem Transistor für diesen einen Fall, für diese Spannungsstromkombination, durch einen Widerstand nähern. Wenn ich eine andere Spannung vorgeben würde, würde ich einen ganz anderen Strom bekommen, weil das ja eine Diodenkennlinie ist. Und ich müsste mich für einen völlig anderen Widerstand entscheiden. Aber ich kann zumindest für diese eine Spannung sagen, bei dieser Spannung, die wir da haben wollen, verhält sich der Transistor wie genau dieser eine Widerstandswert. Ja, und danach ist es eigentlich relativ einfach. Wenn ich quasi mal diesen Schritt gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich vereinfachere diese Basis-Emitter-Strecke durch einen Widerstand, dann den Rest kennen wir, wie man Widerstände vereinfacht, nicht? Dass man dann sagt, die beiden hier, die bilden eine Parallelschaltung, die kann man zu einem Widerstand zusammenlegen und dann machen die eine Serienschaltung und das Verhältnis dieser beiden Widerstände zueinander ist halt das Verhältnis von der UBE zu U0 minus UBE, also diesem verbleibenden Spannungsabfall hier. Oder wenn man das da oben in dem Bild macht, wir überlegen uns quasi, welche Basisemitterspannung wir haben wollen. Das ist der Arbeitspunkt, von dem wir das ganze Zeit geredet haben. Dann schauen wir nach, ja, mit welchem Basisstrom rechnen wir da eigentlich? Dann habe ich eine Spannung und einen Strom und damit ermittle ich jetzt einen Widerstandswert. Der Widerstand ist nicht in der Lage, allgemein die Basis-Emitter-Strecke zu beschreiben. Aber für diesen einen Fall, wenn ich schon fest weiß, das ist die Spannung, die ich haben möchte, dann kann ich das so machen. Und dann nehme ich den parallel zu R2 und dieser neue Parallelwiderstand bildet dann mit R1 zusammen diesen Spannungsteiler, den wir dimensionieren. So, ja, und dann muss ich mir nur überlegen, irgendwie einen dieser beiden Widerstandswerte, R1, R2, den lege ich halt fest und dann kann ich den anderen haben. Und ich glaube, der ganze Rest kommt jetzt eh in die Diskussion. Ja, immer hier, ja, 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 okay. So, also gibt es Fragen zu dieser Grundidee von der Spannungsteiler, Arbeitspunktstabilisierung. Ja, man erzeugt mit jedem Ding, was man einbaut, ein Rauschen. Nur es ist natürlich, erstens ist das Rauschen nicht so stark. Das Rauschen wird nämlich im Wesentlichen davon abhängen, wie sehr diese Versorgungsspannung rauscht. Und wenn die rauscht, habe ich sowieso ein Problem, weil die hier auch zum Einsatz kommt. Ist jetzt in der Regel nicht so, dass ein Widerstand von sich aus so rauscht in eine Diode oder einen Transistor, weil irgendwie Teilchen einschlagen und weil sie Strahlung detektieren und solche Sachen. Das wäre mir eher neu. Ja, also POT ist, und man wird ja in der Regel einen dieser Widerstände zumindest als POT auslegen. POT ist, haben manchmal die Angewohnheit, dass sie ein bisschen rauschen, während man dreht. Aber so wie quasi die Drehung aufhört, sind sie eigentlich vergleichsweise rauscharm. Also ich würde jetzt mal sagen, die größte Rauschquelle hier ist eigentlich die Versorgungsspannung und die muss ich sowieso mit einem lokalen Kondensator und entweder einem LC oder einem RC-Filter irgendwie trennen, damit die möglichst rauscharm ist und nicht beeinflusst wird von der restlichen Schaltung. Ansonsten ist ganz klar, der Transistor die Rauschquelle in dieser Schaltung. Der ganze Rest ist...
Also die Probleme sind ja eigentlich nach wie vor, dass ich immer noch ein 30 Millivolt Fenster treffen muss. Und das kriege ich in der Praxis halt nicht sinnvoll hin, außer mit einem Potti, und den stelle ich dann ein, sodass es genau jetzt funktioniert. Dann hoffe ich, dass sich das jetzt nicht allzu sehr ändert, wenn ich irgendwie eine andere Temperatur habe oder was auch immer. Man macht nicht diese Art von Verstärker, sondern zum Beispiel der, der im Kapitel danach kommt. Aber es ist, finde ich, ein wichtiger Vorschritt, weil man irgendwie sieht, wie man das aufbaut und weil man dann in einer komplexeren Schaltung die Teile identifizieren kann und sagen kann, okay, da machen Sie eine Arbeitspunktstabilisierung, da machen Sie eine Stromgegenkopplung, das ist die eigentliche Verstärkerschaltung etc. etc. Gut, sonst Fragen? So, warum darf ich da einen Widerstand verwenden, um die Basis-Emitter-Diode zu modellieren? Sagen wir, ich mache das Fenster größer, sagen wir, das ist quasi unser Gesamtfenster und das ist schon der ideale Arbeitspunkt. Dann wäre das hier, wie wäre jetzt die Kennlinie von dem Widerstand, den ich verwenden würde dafür? Tangente, so, die war gerade super, aber das ist leider nicht das, was wir hier machen. Das ist... Also so, das ist eine Spannungsquelle. Unabhängig vom Strom liefert sie mir die gleiche Spannung. Gerade durch den Ursprung, genau. Also das hier, das wäre die Kennlinie von dem Widerstand, den wir da verwenden würden. Und das ist keine gute Näherung für diese andere Linie. Aber wir wissen, wir rechnen uns die ganze Zeit aus, nur genau diese eine Spannung, nur die hier. Uns interessiert das Verhalten der Diode bei einer anderen Spannung gar nicht. Uns interessiert ausschließlich das Verhalten der Diode bei dieser Spannung. Und darum ist das eine Näherung, die jetzt gut genug ist. Also zumindest die allgemeine Monotonie bleibt erhalten. Mehr Spannung ist mehr Strom, weniger Spannung ist weniger Strom. Die Steigung ist eine völlig andere. Aber es ist halt die beste Näherung, die wir jetzt so haben, als ein Widerstandswert. Man kann natürlich hergehen und das durch einen anderen Widerstand modellieren in Serie mit einer Spannungsquelle. Dann hat man genau die Tangente, die du angesprochen hast. Das wär natürlich eine bessere Näherung für dieses Ding. Das würde es aber uns zum Rechnen schwieriger machen. Wie wird man jetzt nämlich, wenn ich hier dieses RBE ermittelt habe, wie werde ich dann das R2 festlegen? Ähnlich höre ich hier. Du meinst, ich weiß schon, was ich gern hätte, was die Parallelschaltung ist. Und ich hätte und dann möchte ich quasi wissen, wie viel fehlt mir noch. Ja, ja. Das ist, aber du weißt quasi, ich weiß, welchen Gesamtwiderstand ich haben möchte, wie rechne ich hinaus. Hast du recht, natürlich. Dann nehme ich die Differenz der Leitwerte und mache dann daraus wieder Widerstandswert. Aber das ist nicht, das ist auch nicht das, was ich haben möchte. Sonst ja? Also, wir haben im Grunde gehört, ähnlich wie den anderen. Es gibt uns noch zwei andere Extreme, nämlich viel, viel größer und viel, viel kleiner. Was wäre denn die Auswirkung bei viel, viel größer? Wenn ich R2 viel, viel größer wähle als RBE. R1 von RBE abhängig. Und RBE ist ja in Wirklichkeit
Genau, also wir brauchen eins noch gar nicht, also diese Parallelschaltung wäre im Wesentlichen von RBE abhängig. Und damit wäre sie im Wesentlichen unbekannt, weil das ja nur eine grobe Schätzung ist. Was ist, wenn R2 viel, viel kleiner ist als RBE? Genau, dann bestimmt R2 im Wesentlichen den Gesamtwiderstand. Wenn ihr an dieses Modell mit Wasser in Rohren denkt für den Strom, nicht? Und ich habe da jetzt irgendwie so einen riesigen Tunnel, wo ordentlich Wasser durchfließen kann, dann habe ich parallel dazu noch einen Gartenschlauch und das ist der Tunnel und das ist der Gartenschlauch. Dann bestimmt mir der Tunnel, wie viel Wasser ich durchkriege bei einem gegebenen Druck. Und wenn das aber der Tunnel ist und das der Gartenschlauch, dann könnte ich mir dieses eigene Bauteil ersparen, weil damit ändere ich ja eigentlich nicht wirklich was in der Schaltung. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten, was ich jetzt mache. Die eine Möglichkeit ist, dass ich sage, ich wähle den hier viel, viel kleiner als RBE. Dann kann ich wirklich schön diese Spannung vorgeben, die ich da haben möchte und die genau einstellen. Das würde ich zum Beispiel machen, wenn ich dann da einen Potti habe, entweder für R2 oder R1 und damit dann versuche, ganz genau den Arbeitspunkt zu treffen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die wir da jetzt nicht wirklich so haben, ich kann natürlich das R2 auch ganz weglassen. Weil ob ich jetzt R2 sehr groß mache oder gleich weglasse, ist wurscht, dann definiert halt nur RBE diesen Arbeitspunkt. Und dann nehme ich den Widerstand halt so, dass ich nur so wie eine LED quasi dort vorspanne und dann sage, ich möchte irgendwie, dass da ein bisschen was durchfließt, dann ist das so vielleicht halb im aktiven Bereich. Das würde ich machen, wenn ich da kein einstellbares Bauteil brauche, aber mir auch nicht wichtig ist, wie genau die Verstärkung ausschaut, wo genau der Arbeitspunkt liefert, also Verstärkung ist mir wurscht, aber wo der Arbeitspunkt liegt etc. Dann würde ich auf diese Art und Weise arbeiten, weil ich dann einen Arbeitspunkt immer treffe. Wenn wir aber sagen, wir machen wirklich so eine Arbeitspunkteinstellung, dass wir sagen, wir machen da einen Potti und wir drehen, dann möchte ich natürlich, dass R2 viel kleiner ist. Und man kann jetzt entweder hergehen und sagen, zuerst lege ich R2 als viel kleiner fest und dann rechne ich wirklich die Parallelschaltung. Oder ich sage einfach, ich rechne mir das als RBE aus, aber nur als Referenz. Und dann weiß ich halt, was diese Referenz ist, zu der mein R2 viel, viel kleiner sein muss. Damit dann das R2 und R1 den Spannungsteiler definieren und nicht die Basis in Mittelstrecke von dem Transistor, die da auch noch parallel dazu drinnen hängt. Also das sind diese beiden Ansätze hier. Aber der kleinere definiert die Parallelschaltung, ja? Das hängt davon ab. Naja, im Grunde schlägt sich das wieder durch bis zu der Wahl von dem Arbeitswiderstand. Weil mit dem Arbeitswiderstand wissen wir dann zum Beispiel, ob wir wie im vorigen Beispiel 25 bis 75 mA brauchen. Wenn wir 25 bis 75 mA brauchen, sind wir da in dem oberen Bereich und werden auch einen größeren Basisstrom haben. Und dann wird entsprechend dieser Widerstand kleiner sein. Wenn ich sage, ich nehme einen Arbeitswiderstand, der irgendwie in dem Bereich von mehreren hunderten Kiloohm ist, bin ich irgendwo da im ganz unteren Bereich. Es fließt nur ein ganz, ganz kleiner Strom in die Basis hinein und damit schaut das aus wie ein sehr großer Widerstand. Und es ist relativ einfach, einen deutlich kleineren Widerstand als für R2 zu wählen. Ich meine, das sind halt Dinge, die muss ich mir dann durchdenken. Wenn ich irgendwie da drauf komme, das entspricht irgendwie 100 Ohm. Und dann habe ich eh nicht mehr so viel Platz. Ja. 1 Ohm, weiß ich schon, das wird nicht funktionieren. Ich nehme 10 Ohm. Dann brauche ich aber einen unglaublich großen Strom, der da in den Eingang rein und rausfließt, damit der an 10 Ohm noch an Spannungsabfall am 10 Ohm Widerstand noch mein Signal macht. Jetzt ist die Frage, kann ich hier überhaupt ein Signal machen, das so stark ist, und kann ich hier einen Kondensator wählen, der so groß ist, dass der diese Ladungsmengen durchlässt? Weil der Kondensator ja im Wesentlichen mit seiner Kapazität angibt, wie viel Ladung der durchgibt für einen gewissen Spannungsunterschied. Und wenn ich da irgendwie meine 10 Nanofarad dran habe, dann werde ich an dem 10 Ohm Widerstand relativ wenig ausrichten können. Zumindest bei Audiofrequenzen. Nicht? Wenn ich dann damit ein paar Megahertz reinfahrt, dann schaut das vielleicht wieder anders aus bei meinen 10 Nanofarad.
Kann man schon, man findet in Audioschaltung erschreckend oft Elkos als Koppelkondensatoren. Einfach darum, weil wenn ich weiß, irgendwie, das bewegt sich um 5 Volt und das bewegt sich um einen Arbeitspunkt von der Schaltung, dann weiß ich, in welche Richtung die Spannung abfallen wird. Ja. Und von den Frequenzen muss ich mir bei Audio keine Gedanken machen, weil das geht doch an Elko ohne Probleme durch. Also da ist eher problematisch bei höheren Frequenzen. Und gerade wenn ich solche Schaltungen habe, wo ich quasi den Eingang relativ zu ground habe und den Ausgang relativ zur positiven Versorgung, also kann ich jetzt irgendwie mehrere solche Stufen machen und die wunderbar mit Elkos miteinander verbinden. Weil es immer schon vorher wieder Spannungsabfall sein wird. Gut, also das ist der Grund, warum ich das so modellieren kann und auch die die Rahmenbedingungen, an die man sich halten muss. Diese Übung würde ich, weil ich jetzt schon langsam einen Druck von dieser Party hier empfinde, eher verschieben auf die Experimentiergruppe. Können Sie es auch gerne daheim rechnen und wir reden dann in der Experimentiergruppe darüber. Ich möchte es nicht jetzt machen, weil wir dann schon wieder 10 Minuten verlieren und es wird gefühlt immer lauter. So, die erste Diskussionsfrage ist natürlich jetzt blöd, weil wir haben es jetzt nicht gerechnet. Weshalb ist die oben stehende Übung für R1 ist 100 Kilo Ohm nicht sinnvoll lösbar? Aber überlegen wir uns das einfach hier. Wenn ich da hier das R1 quasi vorgebe und das R1 vom Widerstandswert extrem groß wird, warum wird es irgendwann nicht mehr lösbar, dass ich kein R2 wählen kann, sodass noch was Sinnvolles rauskommt? Genau, das RBE ist ja gegeben. Und sagen wir, damit es leicht zum Rechnen ist, sagen wir, wenn wir hier 1 Volt haben, quasi, die wir haben wollen, als Basis-Emitter-Spannung, und das RBE ist irgendwie als mit 1 Ohm festgelegt, und wir haben eine Versorgungsspannung von, sagen wir, 10 Volt, und jemand sagt, na, mach doch für R1 1 Megaohm. Dann kann ich quasi für R2 einsetzen, was immer ich möchte. Ich werde nicht annähernd in die Größenordnung von 1 Ohm, nämlich einem Zehntel der Versorgungsspannung kommen, weil dieses Verhältnis der beiden Widerstandswerte zueinander schon 1:1 Million ist. Und wenn ich zu dem am zweiten parallel hinhänge, wird der Gesamtwiderstand nur noch kleiner. Das heißt, da gibt es gewisse Beschränkungen. Man möchte natürlich solche Schaltungen meistens so hochohmig wie möglich auslegen. Aus den Gründen, die ich vorher schon gesagt habe, dass man ja auf der Seite ein Signal einspielen möchte. Und das Signal soll ja halt, möchte ich strommäßig nicht so viel belasten, weil meistens verwendet man ja sowas als Mikrofonvorverstärker. Aber übertreiben darf man es nicht. Wenn der zu groß wird, gibt es keine Lösung mehr. Also gibt schon, aber negative Widerstandswerte und so sind halt ein praktisches Problem. Mathematisch ist das ganz einfach. So. Gut. Was kann das Problem werden, wenn R1 und oder R2 zu klein oder zu groß gewählt werden? Das haben wir im Grunde eh auch schon besprochen. Was ist, wenn man beide zu klein wählt? Zu wenig Widerstand. Ja, die Last, das eigene Signal wird größer. Wenn ich da lauter 1 Ohm Widerstände wähle, dann muss das der Eingang so viel Ampere liefern, wie ich Volt haben möchte als Signal. Und es fließt unglaublich viel Strom quer durch die Schaltung durch, natürlich auch. Ja, also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so gescheit, hier 1 Ohm und noch 1 Ohm sind 2 Ohm da zu hängen. Und dann habe ich jetzt hier vielleicht, weiß ich nicht, 10 Volt fließen, 5 Ampere, habe ich 50 Watt in diesem Spannungsteiler drinnen. Das ist, da wird einem schon warm, nicht? Außerdem halten es die Widerstände nicht aus, aber das ist noch ein eigenes Problem. Genau, also zu klein ist definitiv nicht gut. Und man muss sich ja nur denken, den Strom, den ich jetzt noch einspeise über mein Eingangssignal, der konkurriert ja quasi mit dem Strom, der hier quer fließt. Und wenn
hier ein so großer Strom quer fließt, dass ich über das, was ich einspiele, irgendwie, dass das einfach runtergeht, dann reicht das eigentlich schon, glaube ich, als Anschauung, um zu sehen, das wird nicht gut funktionieren. Und ich möchte vielleicht eher größere Widerstände wählen, sodass ein bisschen Strom hier mehr oder weniger einen großen Unterschied macht. Und dann habe ich hier auch ein gescheites Signal, was ich dann verstärken kann. Was ist, wenn diese Widerstandswerte zu groß sind? Genau. Wenn die zu groß sind, dominiert dieses RBE. Und dann... Genau, wenn es nur R1 ist, dann kommt es halt darauf hinaus, dass es keine Lösung mehr gibt. Es gibt kein R2, das ich wählen könnte, um die Situation noch zu retten. Wenn das R2 von Anfang an zu groß ist, dann kann ich mir auch die Mühe sparen, überhaupt in R2 eine Schaltung einzulöten. Weil wenn RBE den Widerstandswert dominiert, dann nehme ich den und es ist gut. Und das funktioniert ja auch. Also man kann ja auch wirklich, wenn man das billig haben möchte, nur bei einem Widerstand nach Plus quasi hier mal einen Arbeitspunkt einstellen und mit dem arbeiten. Das hängt immer davon ab, welche Eigenschaften Verstärker halt haben sollte man bauen. Gut. Also, das war dann auch gleich dieser Punkt hier. Kann man R2 auch weglassen, also einen Leitwert von 0 einsetzen? Und ja, kann man. Man hat dann halt den Arbeitspunkt nicht mehr so unter Kontrolle. Genau, und das ist dort unterliegen großen Exemplarsteuerungen, lässt sich der Arbeitspunkt der Schaltung sinnvoll mit festen Widerstandswerten einstellen. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals gesagt, genau, nein, kann man nicht, sondern diese Art von Schaltungen, die schreien dann danach, dass irgendwo ein Pot in der Schaltung ist, und wenn man dann dieses Produkt baut, geht es halt nicht nur darum, da irgendwie diese Bauteile zu bestücken und so, sondern dann gibt es halt irgendwo mal einen Prozess, wo jemand an diesen Pot ist, dreht, bis es passt. Und das ist auch etwas, was heute noch total üblich ist. Also wenn man irgendwie Messequipment sich zum Beispiel anschaut, irgendein altes Ostsee oder so aufschraubt, dann findet man da drinnen 30, 40 verschiedene Potes, an denen man drehen kann. Und man sollte dann vielleicht nicht ganz enthusiastisch anfangen, an Potes zu drehen. Aber meistens gibt es also gerade bei den älteren Geräten irgendwelche Service-Manuals, wo drinnen steht, wie der Abgleichprozess funktioniert, damit man dann dieses Gerät auch neu eichen kann sozusagen. Bei neueren Geräten hat man vielleicht keine POTIS als Widerstände, an denen man drehen kann, sondern man hat sogenannte Digital-POTIS, wo man dann einfach über SPI oder eine andere Schnittstelle einfach als Datenpaket hinschicken kann, hey du, mach mal so und so viel Ohm, und dann macht er das. Und dann ist es auch wichtig für die Fertigung, weil dann braucht man quasi dann nicht jemanden haben, der auf den Bildschirm schaut und an einem Ding dreht, bis das passt, sondern das kommt dann einmal angesteckt an irgendeinen Abgleichmechanismus, und der schaut sich die Signale an, die er anschauen muss, und ermittelt die Widerstandswerte und stellt die ein. Kannst du deine Schaltung vielleicht auch selber kalibrieren? Also in gewissen Dingen, die Frage ist nach Schaltungen sich selber kalibrieren, und das gibt sicherlich in gewissen Maße. Man macht es dann immer wieder abhängig von anderen elektrischen Größen. Also gerade beim Messgerät oder so wird man das nicht finden. Wenn ich jetzt quasi sage, ich lasse den R2 weg und wähle einfach einen R1, sodass halt ein gewisser kleiner Strom durch die Transistorbasis von vornherein durchfließt und das legt meinen Arbeitspunkt fest, dann habe ich ja das. Dann habe ich eine Schaltung, die sich halt selber kalibriert, mit Vor- und Nachteilen. Also der Arbeitspunkt wird dann sicherlich nicht so ideal sitzen, wie wenn ich ihn selber festlege, aber er wird wahrscheinlich irgendwo sitzen, wo es halbwegs brauchbar ist, ohne dass jemand an einem Potti dreht, bis es passt. Also das wäre ja schon ein Beispiel für eine selbstkalibrierende Schaltung sozusagen. Gut. Sonst noch Fragen zu diesem Block?